Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Unseren einem kleinen Launch. Mit unseren zwei Kisten. Viel haben wir noch nicht. So, wir haben jetzt noch knappe 3 Ingame-Stunden Zeit. Hier noch ein bisschen was zu sehen. Dann wird es Nacht. Und in der Nacht würde ich hier ungern draußen rumlaufen. So, da hatten wir das Shotgun Messiah. Ziel ist, einen Händler zu finden. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Spätestens um 9 würde ich mich auf den Rückweg machen. Müssen wir das mal markieren. Schneller Weg umsetzen. So, müssen wir auch zurückfinden. Oh, die Gehirnerschütterung. Ah ja, was. Zwei, drei kleine Dinger mitnehmen. Das ist ein Level 3 Gebäude. Wow. Moe's Grocery. Direkt ein bisschen Schiss vor der ersten Nacht. Könnt ihr mir glauben. Ich weiß auch nicht, ob wir direkt einen Händler hier finden. Ich weiß nicht, ob wir auch zurücklaufen müssen. Ich habe keine Ahnung. Werden wir alles aber, denke ich mal, demnächst herausfinden. Da ist ein Passengas. Ich habe was andersrum ausgedrückt. Sorry, Kleiner, ich habe gerade keine Zeit. Versuche, einen Händler zu finden. Hier schnell das Auto looten und dann weiter. Aber für mehr haben wir, glaube ich, gerade keine Zeit. Und die Dinger noch looten? Ja, kann man. Da sind Bücher drin. Cool. So, hier scheint es auch nicht weiter zu gehen. Auch ein Level 1 Gebäude. Was ist das denn? Ein Auto auf Rädern. Und ich kann euch zu 1000% versichern, in der ersten Nacht will ich nicht draußen sein. Karls Korn und Bob's Boars. So, wir haben es jetzt 8. Wir sind ungefähr 400 Meter weg. Aber noch erkenne ich nichts, was ein Händler ist. Ich glaube, dem Gebäude hier habe ich schon mal drin selber gebaut. Das war ja auch ganz witzig. Hunger, maximale Ausdauer wurde verringert. Passt alles wie die Faust aufs Auge. Was ist das denn? Völlig zerstörtes Gebäude. Und die Sonne geht unter. Wir haben 20.19 Uhr. Wir begeben uns zurück. Ich denke nicht, dass ich auf die schnellen Händler finden werde. Das sollte nicht das Problem sein. Dann können wir jetzt in der Nacht. Eine Shotgun. Dann können wir jetzt in der Nacht mal in Ruhe gucken, was wir bauen können. Das blendet schon sehr stark gerade. Gebäude.
Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen der Schisser bin, aber ich will mich hier ungern mit allem direkt anlegen in der ersten Nacht. Kartoffel, können wir wenigstens noch was essen. Dann können wir noch vielleicht 2, 3 Holz mitnehmen. Eine Stunde haben wir noch Zeit, ein paar Ressourcen abzubauen. Da werde ich nur noch in der Nacht rumsneaken im Haus. Immer noch so laut wie vorher. Wir haben ja auch schließlich noch hier. Wir haben ja noch eine Garage, ne? Sehr schön, haben wir so einen Punkt gekriegt. Das ist jetzt Zement. Müll. Oben noch was? Na. Wusste ich doch, das nicht. Was zum Anziehen. So, wir gehen ins Haus. Nach dem Baum. So, den haben wir. Wird zu. Und dann sneaken wir mal ganz kurz. So, was haben wir noch gekriegt? Wir haben noch einmal High Noon bekommen. Explosive Magazine. Rohrbomben können wir machen. Das tragen wir. Das tragen wir auch. Das zerlegen wir. So wie draußen wer rumläuft. So, wir müssen was essen. Fragen wir. Das zerlegen wir, das auch. Genauso. Jetzt wird die Rüstung so als schwach betitelt. Was können wir da noch machen? Holzklappe, Holztür. Schreibbare Kiste fehlen uns Nägel für. Aber ein Lagerfeuer können wir machen. Ja, die hat natürlich gleich 1000. Muss noch reinkommen, echt mit diesen Sachen. So, was können wir denn machen?
Backende Kartoffel. Mais, gekochtes Ei, verkohltes Wildbret. Will ich Kartoffeln gerade? Wir warten das mit dem Rauflegen. Er ist einzeln. Versuch mal so leise wie möglich zu sein. Das ist schon eine coole Atmosphäre, ne? Trinken. Übers Wasser. Was denn? Wenn man noch nichts sortiert hat, dann. Kann ich nicht. Aber erforderlich. Das ist blöd. Dann müssen wir das eine Wasser trinken, nachher was wir haben. Aber erstmal das verkochte Wildbret. So, was kann man denn noch hier Schönes? Kann man Sachen herstellen? Hausammler. Wir brauchen Wasserfilter. Also die restlichen Materialien kriegst du ja relativ gut zusammen. Nur 4 Verbände. Oder zumindest etwas haben. So, Stärke. Da brauchen wir Stärke Level 5. Wir hätten es theoretisch auf 4. Ne, auf 3 haben wir es. Ja, wo muss man hin? Ich glaube, wir gehen erstmal hier. Lass uns einfach hier reingehen. So, das sind die normalen Bücher, die kannte man ja vorher auch schon. Haben wir sogar schon unser erstes, Heilung. Und dann gibt es hier Fertigkeitspunkte. Das ist, glaube ich, dieses Bücherfinden, ne? Wenn ich nochmal ein Buch finde für den Dings, dann kriege ich den 2er Forscher, aber den kann ich dann bauen. Knüppel fehlt mir auch noch, da kann ich 2er bauen. Für den Baseballschläger brauche ich 11 Punkte, für den Stahlknüppel 39 Bücher. Wow. Das ist eine Menge. Das ist eine ganze Menge. So, hier wird Händler Joel angezeigt. Vielleicht müssen wir morgen mal Richtung Norden weitergehen. Ich will auch diese Gehirnerschütterung wegbekommen. So, die essen wir. Das können wir ausschalten. Ich höre draußen einen Zombie. Und ich hoffe, er hört mich nicht. Das kann ich nur hoffen. Bis 4 Uhr müssen wir durchhalten. Oh Gott. Die ist einfach nur kaputt gegangen. Hab ich mich gerade verjagt.
Achso, die Tür, die da verschlossen ist, geht hier lang. Wir stecken uns einfach mal hier oben. Was? Oh Gott, diese Kopfschmerzen. Nicht genug Ausdauer, nicht genug Ausdauer. Das wird ein Spaß noch. So, die sind leer. Seht ihr sie? Drei Stunden, dann haben wir's. Ja, schön, dass man in der Nacht nichts machen kann. Zumindest nicht so wie ich spiele. Wir müssen gucken. Wo sind die Händler so nah beieinander? Wir müssen es einfach probieren. Wir müssen Richtung Norden in der Stadt ein bisschen rumziehen, ein bisschen was looten. Vielleicht finden wir dann auch das Schmerzmittel, um unsere Kopfschmerzen wegzubekommen. Das könnte natürlich auch nochmal enorm helfen. Wir müssen Trinken finden, Essen finden. Oh, haben wir einiges vor uns. Und wenn wir den Händler haben, dann können wir auch mit Questen anfangen. Vorher weiß ich nicht. Hätte da vielleicht einer annehmen sollen. Aber jedes Mal diesen Weg hin und her zu laufen, boah, vergeht ein halber Tag. Hat der gerade irgendwo draufgehauen? Ich würde sagen, ich hole euch gleich wieder rein, wenn die Nacht vorbei ist. So, Freunde. Die letzten Minuten der Nacht brechen herein. Hier sind doch einige gut rumgeschreunert. Wir warten jetzt aber, bis der Sound der Erlösung gleich erklingt. So nennen wir ihn mal. Und dann ziehen wir los. Wird auch hell. Sehr schön. Da ist er. Dim, 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 dim. So. Erste Nacht überstanden. Jetzt versuchen wir direkt loszuziehen. Wir müssen auf jeden Fall was trinken. Wir haben schnell so einen Touristen hier. Wir hatten doch hier, hier ist Wasser drin, ne? Kann ich hier was trinken? Ja, kann ich. Hat mir ein bisschen Schaden gemacht. Aber wir konnten noch was trinken. So, wir müssen in die andere Richtung, wir müssen da lang. Wir lassen die Juden erstmal rechts und links stehen. Und schau mal, wie weit wir kommen. Ja, Shotgun Messiah. Da will ich auch nicht rein. Aber es ist schön, dass das jetzt angezeigt wird. Gefällt mir. Kann man das besser einschätzen?
Die Richtung ist richtig. Ich hätte mich noch entladen sollen. Aber nur gut, das kriegen wir so hin. Oh, die Erschütterung wieder. Essen Gas. Du hast doch bestimmt Schmerzmittel für mich, oder? Nein. Zumindest ein Honig. Oh Gott. Und hin. Das Ding ist dadurch, dass die Händler natürlich auch neu aufgebaut sind, weiß ich nicht, wie sie aussehen. Ich hoffe, man erkennt sie gut. Bogen schießen. Nicht zu viel Loot, wir wollen vorankommen, wir suchen einen Händler. Hier. Bin schon wieder hungrig. Schraubenschlüssel freigeschaltet. Dafür brauche ich Eisen. Ich glaube, die Sonnenstrahlen muss ich ausstellen. So schön es auch aussieht. Ist das ein Händler? Oh mein Gott! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Ist es verschlossen? Wir haben Händler und gar nicht so weit von unserer Base weg. Das ist genial. Dann nutzen wir das als Base. Wir bauen das Haus richtig schön aus. Was war das? Oh, eine Schlange. Komm her. Komm her, kleine Snake. Oh, das rettet mich gerade. Fleisch. Fleisch ist gut. Man macht auf 6, glaube ich, ne? Gut, machen wir nochmal schnell die Umgebung hier. Post Office. Ah, dann können wir auch richtig schön. Oh, sind da viele Bücher drin. Holy shit. Big Hitters. Knüppelverbesserung. Holzknüppelstufe 2. Und selbstgebaute Pistole freigeschaltet. Fertigen, natürlich. Verändern. Habe ich den Knüppel kaputt gemacht. verändern. Und Kopfschmerzen. So, die beiden Sachen looten wir noch und dann gehen wir zurück und dann müsste der Händler oft haben. Das rettet. Und Schaufelstufe 2 haben wir schon. Können wir noch zusammen den Händler looten. Die erste Quest annehmen. Freundchen, es ist 6 Uhr. You got it. Trader Joel's is now open. Oh, sind schon cool. So, dann looten wir den noch einmal.
Und dann können wir auch Quests durchziehen. Freut mich. Das freut mich gerade richtig. Hier schönes Werkbank. 15 Eisen. Schon mich überlastet. Forge ahead. Aber Forge ahead. Leber sehr gut. Und die Benzin auch gut. Moin sind zusammen. Wollte ich hier richtig looten? Gib mir die Waffen. Oh mein Gott, ey. Das sieht so cool aus. Moin. Hast du Aufgaben für mich, Junge? Abholen. 100 Meter weit weg. Inventar. Natürlich darfst du das sehen. Den verkaufen wir. Die Parts können wir auch erstmal verkaufen. Haben wir schon mal unsere ersten 100 zusammen. Das brauche ich auch nicht. Das Eisen ist richtig gut. So, was hast du denn hier für mich Schönes? Das ist direkt Stahl natürlich. Big Hitters. 300 kostet das Buch. Wasserfilter. Da ist das Ding. 1500. Okay, ist natürlich am Anfang jetzt schwierig. Penner Eintopf. 402. Steinach Stufe 4. 2600. Was medizinisches. Auch nicht wirklich, ne? Was kostet Wasser? 102. 120 kostet das. So mechanische Teil 6. Da gönnen wir uns doch mal ein Wasser und zweimal das Maisbrot. Das benutzen wir auch. Und dann trinken wir einmal. Essen doch mal. Gut, wir haben unsere erste Quest. Wo ist sie denn? Direkt neben unserer Base. Das ist doch ein Träumchen. Dann können wir direkt zurückgehen. Und in der nächsten Folge können wir die Quest machen. Hallo. Wollen das? Oder Meter nur weg, das ist auch echt gut zu Fuß zu erreichen. Das ist dunkel. Und mir ist kalt. Das ist verdammt laut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das zu laut für euch ist oder nicht. Generell, wenn euch irgendwas stört, schreibt es einfach mal rein. Kraken Book. Was ist das?
Was zu essen. Aber wir gehen jetzt zurück, laden uns da aus. Wreck-A-Book ist 2er. Wir haben direkt einen Shotgun Messias vor der Tür, ne? Das ist eigentlich sehr gut, um Waffen zu fahren. Bin gespannt, wie das innen drin dann jetzt aussieht. Ja cool, dann können wir heute, also an diesem Spieltag, ja noch, was übersehen, Freundchen. Die haben sie auch verändert, ne? Die hängen doch schon wieder nie die Gedärme raus, oder? Autsch. Dann können wir wirklich ein paar Quests durchziehen. Und uns so ein bisschen hochleveln. Ist das dunkel? Holy moly. Da können wir schön auf Loot gehen. Aber. Oh, sogar. So, Waffe laden. Das machen wir alles in Ruhe in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.